Hallo und willkommen zurück, meine Lieben. Ich bin's, euer Udo. Und wir sind zurück bei unserer Partie. Civ 6. Jo, das letzte Mal haben wir unseren Krieg gegen Arabien beendet. Das war jetzt nicht wirklich so aufregend, der Krieg gegen diese Leute, weil die sind außer Inquisitoren haben die nicht allzu viel. Ein bisschen irritiert. Diese Leute da. Möchte ich den raushauen? Nein, ich muss mich im Krieg befinden, damit ich das machen kann. Schade eigentlich. Hätte ich vielleicht machen sollen, bevor ich Frieden geschlossen habe. Jo, unser erstes Kriegsschiff. Ein richtig schönes Battleship. Siedler. Nein. Nein. Vielleicht. Da unten vielleicht. Da vielleicht. Gebiet 1, so 3. Salz, Mist. Da. Da hier. Bauen wir da eine Stadt hier. Gut, haben wir hier Dinge, die wir verbessern wollen? Hier diese Wüste zum Beispiel mit Salpeter. Unsere Freundschaft mit dem Roosevelt ist abgelaufen. Wir brauchen Wohnraum. Ah ja, stimmt. Und da unten ist uns dieser Typ getötet worden, mit dem wir das da versucht haben loszuwerden, aufzumachen. Naja, was ist Roosevelt? Mama? Freundschaft, die wieder. Minus 29 Kriegstreiberei. Ich finde das echt arg. Wenn man einmal einen kleinen Typen angreift, wir haben derzeit kein Interesse. Na gut. Du wahrscheinlich auch nicht mehr, oder? Was hältst du davon? Was würdest du mir dafür geben? Aber nicht. Ah, weißt du was? Ich schenke dir das sogar. Du bist so ein Würstel. Warte mal ganz kurz, ich bin gleich wieder da. Nicht allzu lang weg gewesen, hoffe ich. Ja. Naja, ist wurscht. Ich glaube, wir werden keine Freunde mehr finden da auf diesem Planeten. Ist mir in Wirklichkeit auch relativ wurscht. Panzerschiffe fahren wir da her. Wir schützen die Gegend da. Gehen auf Bereitschaft. So, Mykene, was bauen wir? Du könntest einen Raumhafen bauen. Was spricht dagegen, hier einen Raumhafen zu bauen? Daher.
Ich frage mich gerade, was der Raumhafen kann. Aber der Computer will, dass ich einen baue. Also hey, eine Börse. Kairo. Wir könnten uns eine Fabrik reinkaufen. Was soll's? Was kostet schon die Welt? Wir sollten vielleicht den einen oder anderen Apostel bauen und runterschicken. Hey, ein Handelsposten. Irgendwo ist Krieg ausgebrochen. Oh, gerade noch Freunde und jetzt schon Kriege. Krieger. Ich hatte gehofft, das vermeiden zu können, aber eure Vorstellung vom Frieden lässt mir keine andere Wahl. Ja, ist okay. Sonst noch wer? Ah ja. Nun werden wir sehen, ob ihr Feiglinge oder Krieger seid. Klärt einen formellen Krieg gegen euch. Na gut, soll sein. Du nicht? Du hast mich schon die ganze Zeit und du erklärst mir keinen Krieg? Um 6 Goldstücke würdest du einen Edelstein kaufen? Du kannst mich mal gern haben. So, Handelsweg geplündert. Na sowas. Teddy Roosevelt hat mir den Krieg erklärt. Und der Azteke. Ich frage mich gerade, ob die jetzt auch mit dem Hojo im Krieg sind. Immerhin haben wir ein Bündnis. Kandy, Toronto, Valletta, Brüssel, Jerewan, Karthago, Zanzibar, Jerusalem, Jerusalem. Nö, schaut nicht so aus. Nur der Mob und die Elite können von der Dynamik des Totalitarismus selbst angezogen werden. Die Massen können nur durch Propaganda gewonnen werden. Okay. Können sie das? So, wir können jetzt Blitzkrieg. Plus 50% Produktion für alle Kavallerieeinheiten in moderne Atom- und Informationszeitalter. Na, schau was an. Dritte Alternative, plus 4 Gold durch jedes Forschungslabor, jede Militärakademie und jedes Kraftwerk. Na okay. Kriegsrecht. Sammelt 25% weniger Kriegsmöglichkeit als gewöhnlich. Hm. Kanonenboot, Diplomatie, offene Grenzen mit allen Stadtstaaten und plus 4 Einflusspunkte pro Runde auf das Verdienen von Gesandten. Das ist cool. Ja. Faschismus ist natürlich schrecklich. Der ist zwar ganz gut zum Krieg führen, aber für sonst ist er nicht wirklich was brauchbar, würde ich mal sagen. Aber wir machen das auf jeden Fall. Das macht noch mehr Gesandte. Plus 4 Kampfstärke, wenn eine nicht-religiöse Einheit gegen eine Zivilisation kämpft, die einer anderen Religion angehört. Na okay. Kampfsiege gegen Einheiten aus früheren Zeitaltern. Das bringt jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so viel, weil die sind etwas weiterentwickelt als Arabien. Es bringt natürlich Geld ein bisschen, aber Unmengen natürlich nicht. Wir könnten entweder die Kriegsmöglichkeit herabsetzen. Oder wir nehmen doch Blitzkrieg. Na, ich kaufe keine Einheiten. Zumindest nicht allzu viele. Nimm mal das. Weniger Kriegsmöglichkeit.
Gut. So, da oben haben wir eh eine widerliche amerikanische Stadt, die will ich sowieso loswerden. Die kann ich noch immer nicht aufrüsten. Ich habe noch nie nichts Besseres als Ritter. Und die Panzer dann wahrscheinlich. Drauf, ne? So, Kairo ist eh relativ gut beschützt. Was wir nicht mal machen werden, ist diese Leute abziehen. Beziehungsweise wieder schicken. Da drüben diese Gebiete alle freiräumen. Da drüben ist es schöner, wenn wir eine Stadt hinbauen, glaube ich. Da wo Chicago steht. Wenn wir dann diesen. Wo ist denn der Siedler hin? Du wirst nicht darüber gehen. So, wir haben gesagt, wir brauchen Apostel. Dürfen nicht vergessen. Mal einen Apostel da rein. Mhm. Und das Posten in Kyoto. Du machst mal nix. Mykene baut mir einen Handelsweg nach Kairo. Und zwar deswegen, weil dann haben wir da nämlich eine bessere Straße. Oder baust du mir gleich einen nach Halab? Halab. Das geht auch durch Kairo. Und bringt insgesamt ein bisschen mehr. Fahren wir gleich nach Halab, genau. Das verbessert auch die Straßen nach Kairo, aber naja. So. Fahren wir nach Kairo mit dir. Rüstel hat noch niemanden. Aber da müssen wir durch die Azteken durch, das heißt, das wir nicht machen. Mhm. Nagano oder Sendai. Sendai klingt gut. Takamatsu. Ja, Takamatsu. Schaut gut aus. So. Osaka. Und zwar, das bringt nämlich drei Essen. Machen wir Osaka. Und Athen wächst so langsam. So.
So, was machen wir mit euch? Euch schicken wir nach Medina vielleicht. So, du bleibst mal da stehen und wartest. Gut, wir sollten mal schauen, was wir da alles so haben. Das Wasser. Norden. Bis daher. Von diesen Dingern, von diesen Feldkanonen. Athen hat niemanden da stehen, Phasalos auch nicht, Pergamon auch nicht, na gut, soll sein. Okay, 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 okay. So, schauen wir mal. Ausrichtungsbonus. Gut, wir sind einer von denen, die da vorne sind. Wir könnten Kalten Krieg oder Profisport machen. Irgendwie will ich Kalten Krieg nicht machen. Ich glaube, ich sollte das Dings da kriegen. Das Heureka vom Kalten Krieg machen wir das Profisport. So. Große Persönlichkeit, was können wir uns leisten? Was können wir kaufen? Einen großen Admiral, echt jetzt? Was machen wir mit einem großen Admiral? Na, gut, die Aufmerksamkeit sein. Unserer Zivilisation für den Marine. Ja, ja, ist okay. Franz von Hipper, was kannst du? Erzeugt sofort ein Kriegsschiff-Einheit mit einer Beförderungsstufe. Warum soll das jetzt so super sein, wenn ich dich in die Nähe von meinen Kriegsschiffen führe, dann verstärkst du die. Aleppo kann auch Apostel kaufen. Ich habe einen Apostel in Aleppo. Dann bauen wir eine Werkstatt. Nächste Runde. Wenn das Kriegsschiff Chicago mal angreift, ob da noch ein Stein auf dem anderen bleibt. Oh, ist das süß. Echt jetzt? Eine Quadrirene? Das kann ja wohl nur ein Witz sein, oder?
Autos sind eigentlich immer noch so wie in unserer Kindheit. Am Ende ist es ein Verbrennungsmotor, der sie antreibt. Naja, zumindest heutzutage nicht mehr unbedingt. Wir können jetzt Panzer bauen. Ich kann mir vorstellen, dass wir unsere Kavallerie in Panzer umwandeln können. Das wäre cool. Plus eine Fortbewegung für Dings. Ah, wir haben Kernspaltung gestohlen. Das ist ja cool. Das ist gut. So. Könnten wir bitte einfach schießen? Und diese Schippernakel versenken. Danke. Gibt's ja wohl nicht. Hügel oder Waldhügel? So. Ausgezeichnet. Und den können wir gleich befördern. Übersetzer. Jetzt 75 hat das existieren und auch so andere Religionen. Bekehrer oder Redner? Machen wir Bekehrer. Befördern. Den können wir auch zum Redner oder Bekehrer machen. Den können wir auch zum Redner. Was soll's? So. Eine hübsche Boote. Fährst du mit denen da oben mit oder mit dem Kriegsschiff mit denen da oben? Die haben es nötiger. Ob ich. Und nicht, wahrscheinlich. So, warte mal, wo bist denn du? Da ist Posten. Ich kann mal auf Posten schießen, das ist ja supi. Tatsache, ich kann es verbessern. Aber nur wenn ich mehr Gold hätte. Mach ich guten Hund. Na gut. So, dann können wir warten. Gold verdienen wir ja eh viel. Platsch. Könnte man sagen. Noch einen Technikbonus klauen, machen wir das doch glatt. Finde ich gut, so. Was wollen wir? Wir wollen Kernspaltung. Dazu brauchen wir fortgeschrittene Ballistik und Kompositwaffen. Da kann man dann auch einen Zerstörer bauen. Machen wir zuerst die Ja, ist wurscht. Das werden wir nicht so bald haben. Drei Armeen oder Armadas.
So, nächste Runde können wir da mal den ersten Panzer bauen. Die müssen halt noch etwas warten. Das passt schon, da kann man nämlich von der Seite langsam drauf schießen. Und da unten werden wir unsere Truppen auch in Position bringen. Achso, die schießen da aufeinander. Das ist ja süß. Yay, Toronto, gib ihnen Sauges. Ist noch hier. Apostel. Du fährst mal. Kurz. Ach Gott. Ein Fehler. Du verbreitest die Mission. Du, mein Freund. Daher. Irgendjemand kann auf irgendwas schießen. Hoffen. Ah, da ist noch ein Schipernakel, auf das wir schießen können. Finde ich gut. Oh, da kommen Ritter. Schau dir was an. Da versucht jemand übers Meer. Fast einmal daher. Du wirst diesen Ritter mal in Empfang nehmen, bevor er dann an Land gehen kann. Ah, hey, das ist ein Ritter. Das heißt aber. Vor allem an euch da gut abfangen. Für sonst seid ihr zu nichts zu gebrauchen. So, du wartest hier. Noch mehr Sachen, die ich abschießen kann. Schade eigentlich, dass ich so weit gefahren bin. Wir brauchen Öl. Echt jetzt? Kein Öl? Wir haben echt kein Öl. Können wir uns das ja handeln? Hast du Öl für mich? Nö. Du weißt nicht einmal, was Öl ist wahrscheinlich. Wie wär's mit Plastik? Können wir Öl überhaupt schon sehen? Das ist überhaupt. Das ist einmal die erste Frage. Das, was wir jetzt erforschen, zeigt uns Uran. In Wirklichkeit müssten wir Öl schon sehen. Ja, bei Stahl haben wir Öl gesehen. Wieso haben wir keine Ölressourcen? Wo sind unsere Ölressourcen? Bis jetzt habe ich mir noch immer. Habe ich mir noch nie wirklich Gedanken darüber gemacht, dass wir Öl brauchen. Jetzt, wo wir es brauchen, ärgert es mich ein bisschen. Du hättest Öl. Wieso haben wir kein Öl?
kann ich denn die Ressourcen sehen am besten? Na gut, geh wieder weg. Strategische Ansicht. Öl. Gibt's da irgendwo Öl? Gibt's ja nicht, dass wir nirgends Öl haben. So ein großes Reich und nirgends ist Öl. Erinnert mich irgendwie. Schaut nicht so aus, als wäre da Öl. Wieso genau haben wir kein Öl? Und wo befindet sich das Öl auf diesem Planeten? Da oben haben wir Öl. Da ist noch mehr Öl. Das ist auch Öl. Da an der Küste ist eh überall Öl. Auf unserem Kontinenten und auf dem arabischen Kontinenten natürlich nicht. Wieso hat Arabien kein Öl? Gut, Arabien hat sowieso noch kein Öl, weil die wissen nicht einmal, was das ist. Glaube ich. So weit, wie die hinten nach sind mit ihrer Forschung. Da ist noch Öl. Naja, kann man nichts machen. Keine Panzer also. Macht nix. Warte mal, was ist mit euch? Wieso steht ihr da noch immer rum? Ihr habt euch gesagt, dass ihr rumstehen dürft. Könnt ihr euch bitte bewegen? Im Laufschritt Marsch. In welche Richtung bewegen wir uns am besten? So. Können wir auf Chicago schießen? Schaut gut aus. Rums, zack. Machen wir gut mit euch. Wenn wir insgesamt daher gehen. Von hier können wir auch schön nach Chicago reinschießen. Gut. An dieser Stelle, Herrschaften, sage ich euch wieder einen schönen Nachmittag, Abend. Schlaft's gut und träumt was Schönes. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder.